Alter, was geht ab, Leute? Das Schild, das ist ein Stop von Hongs Tour. Auch wenn wir gerade pausieren, irgendwann läuft es hoffentlich mal wieder. Ich habe jetzt einen Termin für so ein Kältekammer-Ding plus was anderes. Wollte ich mal testen, habe ich mir gegönnt. Bisschen was auch für den Körper gönnen. Nicht nur saftiges Essen, sondern Hightech-Zeugs mit dem Geld. Ein bisschen mehr gönnen, auch Massage, dies, das, demnächst Face-Peeling, sowas. Einfach so ein bisschen einfach entspannen und gönnen, Alter. Ich muss mich jetzt ausziehen, Leute. Das seht ihr leider nicht. Seht ihr es? Oh ne. Boah, Alter. Oh mein Gott, meine Brille. Ich hätte ohne Brille reingehen sollen. Für das nächste Mal weiß ich Bescheid. Boah, krass. Also ich habe 400 Minuten war ich da drin. Alter, Brille tot, Mann. Brille muss erstmal auftauen. Oder ich habe sie komplett geschrottet. Ja, war interessant, Alter. Wie der Körper sich anfühlt. Alter, meine Armhaare waren weiß. Da hat sich Frost gebildet, Mann. Ja, fühlt sich gut an. Saftig, saftig. Kriegst so Kopfding, Ohrenschützer und Ding, Handschuhe. Jetzt noch squeezen, Alter. Teil 2, Leute. Ich habe noch irgendwas mit Hitze, Wärme, Infrarot, keine Ahnung, irgendwas. Das gönne ich mir beim nächsten Mal. Alles gönnen. Einfach den Körper pimpen. Mit Geld hochpimpen, Leute. High-Tech-Technologie verwenden. Und ich habe angefangen zu schwitzen. Krass. Ja, mein Körper fühlt sich immer noch richtig kühl an. Ja, das ist echt geil, das Gefühl, aber ob es irgendwas bringt, keine Ahnung, Mann. Kein Plan, Digga. Oh. Tschüss. Bei Monte wurde ja eingebrochen und er setzt einfach so Kopfgeld 20k aus, was ich halt ernst geil finde, Kopfgelder. Dann denkt man sich so, okay, wer würde einen für 20k verraten oder wie paranoid muss dann der Einbrecher jetzt sein? Wem kann man vertrauen? Also würde ich jemanden für 20k verraten? Kommt drauf an wen? Und wer würde mich für 20k verraten? Von den Jungs zum Beispiel? Man will gar nicht dran denken, weil am Ende des Tages, wem kann man vertrauen? 20k ist eine Menge Geld. Interessant. So sieht es aus. Beine rein. Und dann gönnen, oder? Finished! War angenehm, hat gut getan. Ich weiß jetzt nicht wissenschaftlich, wie effektiv sowas ist, aber es hat gut getan. Und ich muss sagen, also gestern haben wir Dragons Training gemacht. Ich hatte krass Muskelkater, ich hatte auch so Schmerzen in der Schulter, in der linken und gar nichts. 0, 0, 0, alles weg, alles komplett weg, also. Ich meinte so einmal die Woche, ist schon, also summiert sich schon der Preis, aber ist jetzt nicht so schlimm. Oh yes! Da steht sogar Handle with Care. Es klingt echt komisch, Leute. Ich bin gespannt. Ihr wisst ja, Kapi, das erste Mal hat ein Safe rausgehauen und das zweite Mal so eine Schatztruhe. Ihr wisst doch gar nicht, welcher Rapper das ist, oder? Und da steht eh Columbia White. Das wird auch krass. Tschuh. Auch krass, oder? Jetzt habe ich noch eine Unterschrift, Mann. Von AZ und Zuna. Ich habe schon zwei von Kapi. Hey, super saftig! AZ und Zuna rasieren das Shisha-Game dieses Jahr. Nochmal so richtig mit der vierten Sorte White Columbia. Eigentlich müsste ich auch die anderen Sorten erstmal besorgen und dann zusammen testen. Weil das ist die neue vierte und wenn es schon drei gibt. White Columbia Honey Melon. Oh mein Gott, ist ab sofort erhältlich und ergänzt die fruchtige Kombo perfekt. Du gehörst zu den Ersten, die die frische Ware geliefert bekommen. Wir freuen uns übertrieben auf deine Meinung.
markiere White Columbia auf Instagram und zeig uns das. Was? Und zeig uns, wie du das flüssige Gold genießt. Gönn dir und vergiss nicht, immer schön fresh bleiben. Oh, thank you, thank you. Oh mein Gott, wie viele Dosen sind das, Mann? Aber ernst geil gemacht. Oh yes. Das können wir uns aber... Also ich gehe erstmal auf die Suche und kaufe, wenn ich es finde, die anderen drei Sorten. Und dann können wir uns alle zusammen gönnen. Wahrscheinlich morgen dann, näher. Mal abchecken, ob das Riesenrad momentan läuft, aktiv ist. Weil ich wollte mit einer Freundin dahin. Und bei Togo Nakamura hat er ja jetzt im Winter so ein Street-Food-Market, wo wir zwei, dreimal vorbeigeschaut haben. Richtig softig, ein Sternekoch. Der ist echt krass. Und mittlerweile hat er aber sein normales Restaurant eröffnet. Und dann hätte ich das kombiniert. Check mal Togo Nakamura ab und dann auch zum Riesenrad. Ist, glaube ich, aktiv. Mittwoch bis Sonntag. 12 Uhr oder 13 Uhr bis 19.30 Uhr. Passt. Wobei, 19.30 Uhr ist schon relativ früh. Aber sollte passen. Mein Gott, da hinten habe ich ein Inkognito gefangen. Das war das Video, wo ich das Spieletrend zum ersten Mal gesehen hatte. Da hatte ich auch letztens mit dem drüber geredet, wo ich ihn getroffen habe. Also Hong, was war da los, man? Keine Berge, kein Curveball, kein... Wobei, damals gab es, glaube ich, keine Berge. Kein Curveball, einfach straight. Ja, man. Verrückte Zeiten. Kleine Pause, kleiner Zwischenstopp während meiner Recherche. Relativ gehypter Thailänder, neuer hier aufgemacht. Wollte ich schon mal abchecken, aber da war es so voll. Jetzt ist ein bisschen nach dem Mittagsansturm. Jetzt geht es eigentlich ja 4 Uhr so. Um die Zeit, wer ist da schon? Zu früh für Abendessen, zu spät für ein Mittagessen. Aber ja, der Laden ist echt krass. Viele interessante Sachen seht ihr gleich. Aber auf jeden Fall, ja, Riesenrad hat offen. Togo Nakamura, ich habe das Menü nicht abgecheckt, Mann. Das war irgendwie nur Alkohol. Richtig verwirrend. Und das hat erst ab 19 Uhr offen. Das ist, passt zeitlich nicht. Also wir können hier was essen, wir können zum Riesenrad, wir können da... Das heißt Gin City, wir können da was trinken. Aber Togo Nakamura, das wird glaube ich so nichts. Also nicht in Kombination mit dem, was ich vorhatte. Okay, das ist viel mehr als erwartet. Ne? Also hier so drei kleine Mini-Frühlings und hier auch so drei kleine Stücke. Aber das... Ich habe eine Hauptspeise und Nachspeise gegönnt. Und Vorspeise halt. Nicht wirklich Frühlingsrollen, aber so in der Art. Ja. Die Soße taugt mir null. Ist schon knusprig. Und die Frühling taugt mir auch null, Mann. Wir hatten noch Tofu. Tofu finde ich allgemein geil, also. Ja, das kann was. Und da taugt die, passt die Soße besser dazu. Schaut euch den noch mal genau an. Die schmecken mir echt mega gut, Mann. Richtig lecker, der. Der hier nicht so. Aber das ist krass. Oh ja. Das ist der Schweinebauch von gestern, den ich... Nee, eigentlich habe ich den schon bekommen. Aber ein bisschen weniger, ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Deswegen hier nochmal. Ein bisschen anders gewürzt halt, ist jetzt nicht vietnamesisch. Weil gestern Salmon Sushi war ja auch nicht vietnamesisch. Oh, richtig schön knusprige Haut vorne. Eigentlich ist es voll vietnamesisch. Das gab es früher auch immer bei mir zu Hause. Mit dem hier. Mit dem Kraut.
Also ich muss sagen, das von gestern hat besser geschmeckt. Aber trotzdem gut. Yo, Digga. Anders. Underwhelming. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Wenn du das vergleichst mit dem Bild. Junge, richtig Catfish. Das ist so richtig. Alle Filter drauf. Du denkst, du triffst richtig die Hübsche. Und dann kommt sowas. Aber vielleicht ist sie ja nett. Vielleicht schmeckt sie. Mit Kondensmilch. Ihr wisst, unser Stand. Unser. Markenzeichen. Okay, habe ich hier kein Messer. Digga, ich komme nicht drauf klar, wie das aussieht, Mann. Yes. Wo ist hier eine Karte? Ich zeige euch die Karte, Mann. Bro. Bitte? So sieht das aus, ja? So sieht das aus. Und das habe ich bekommen. Alles klar, was? Catfish, sein Urgroßvater. Ich schmecke halt Kondensmilch. Also sagen wir so, nochmal bestellen würde ich es nicht. Ich glaube, ich habe noch kein Outro gedreht. Oh mein Gott, ja, der Thailänder hat mich leicht hops genommen mit diesem Pfannkuchen. Was ich erwartet hatte und was ich bekommen hatte. Um ehrlich zu sein, hat mir nicht so geschmeckt. Heißt nicht, dass er schlecht war, er war halt okay, Standard. Dafür, dass er so gehypt wird und so oft so voll ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Gute Location, Ambiente, sieht mega aus, echt geil gemacht der Laden, aber essenstechnisch nicht mein Favorit. Also muss nicht unbedingt da nochmal hin. Also ist nicht so ein Laden, wo ich sage, boah, lass uns auf jeden Fall dahin gehen, Leute. Nö, muss nicht sein. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin und Defi Cashflow generieren, Leute. 2 Jahres. Oh, was für 2 Jahres? 2x10 Jahresfreezer. Serious Business und ciao.